ihr Gewicht, das hängt an einer Kette und ich schieße das Ding ab. In dem Moment, wenn ich es einmal abgeschossen habe, kann ich keine Energie mehr hinzufügen. Was ich noch kann, ich kann maximal an der Kette nochmal ziehen. Dadurch entsteht auch noch der Effekt. Das ist wie ein Handtuch, mit dem ich peitsche. Und deswegen brauche ich bei dem Fahrstoß auch eine wirklich gute Balance. Ich kann auch eine schlechte Balance haben, weil ich nicht drücke, sondern weil ich hergehe und schieße das Ding einfach ab. Wenn es jetzt an der Kette wäre, die Kette würde mich auch nicht mehr bewegen. Maximal zieht sie mich halt hinterher. Fast alle Stile arbeiten so, dass sie hier den ganzen Körper mit einsetzen und Druck geben. Wie gesagt, das nennt man einen Schwerfahrstoß. Für die Terminologie. Das heißt, ich gebe einen Angriff und ich drücke noch hinterher. Aber okay, mit Handschuhen braucht man den auf jeden Fall, ohne Handschuhe brauche ich ihn nicht. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, wie ihr vorhin gesehen habt, einen Pfeilfahrstoß mache und mache den mit Handschuhen, dann habe ich es vergessen. Da lacht er drüber. Ja. Und die meisten Stiele denken eben so, das heißt, die schieben. So etwas Ähnliches, wie gesagt, gibt es auch einen Windschuh. Aber wir bekommen so einen Pfeil, weil der Pfeil, die Idee von einem Fahrstoß ist, dass er was kaputt macht. Jetzt, wenn ich das mache, weiß genau, das Ding auf seiner Nase hat ein Problem. Ich musste jetzt nicht einleiten, ich habe keinerlei Bewegung im Körper machen müssen. Das kann ich mal zeigen mit der Praxis. Schliff mal hinein, bitte. Ich kann mal anschauen. Mach mal die Linie. So. Wenn ich jetzt einen Speerfahrstoß reinmache, muss ich ein kleines bisschen vorhaben in meinem Körper auch einleiten. Das heißt, irgendwo muss ja die Energie herkommen. Das heißt, ich muss mit dieser Drehung dann die Faust nach vorne schieben. Kostet ein bisschen Zeit. Jetzt zieht jetzt mal die Platze weg, wenn er sieht, dass ich mich bewege. Das ist mehr oder weniger in der Distanz. Ja, ich versuche es so schnell nicht. Bereit? Schau, weil ich vorher meinen Körper bewegen musste. So, mache ich einen Pfeilfahrstoß. Gleiche Distanz. Zieh nochmal. Das heißt, ich bescheiße. Klar, dass es geht. Weil es ein Pfeil ist, nicht der Druck von einem Speer. Deswegen, es macht mich wahnsinnig, wenn ich mit jeder Serie so nach vorne arbeiten. Das Kettenfaust ist konzipiert für einen Pfeilfahrstoß, nicht für einen Speerfahrstoß. Das ist ganz wichtig.